am Strand von Hiddensee. Micha, mein Micha, und alles tat so weh, dass die Kaninchen scheu schauten aus dem Bau. So laut entlud sich mein Leid ins Himmelblau. So böse stampfte mein nackter Fuß den Sand und schlug ich von meiner Schulter deine Hand. Micha, mein Micha, und alles tut so weh. Tu das noch einmal, Micha, und ich geh. Ich finde, dass wir mit Brillen sehr intelligent aussehen. Naja, wenn man dann noch Nachholbedarf hat, dann kann man wenigstens zur Brille greifen, ne? Ja, du weißt, also kleine Männer haben immer große Autos und mit Brille kann man das vortäuschen, was man nicht hat. Na, Gott sei Dank bin ich kein kleiner Mann, ja? Aber ich habe auch ein großes Auto, was nun? Miho? Ja? Weißt du, was ich in Wien immer so genial finde? Was denn? Sag's. Jugendstil. Jugendstil. Ich liebe Jugendstil, weil ich denke sofort an meine Kindheit, an meine Jugend, an Institut für wohlerzogene Jungs, wo ich die meiste Zeit meiner Kindheit verbracht habe. Ja, weil du viermal sitzen geblieben bist in der Schule für wohlerzogene Jungs. Du bist jetzt böse und du darfst auch nicht alles erzählen, was du weißt, ja? Sonst gibt's Dresche. Ja. Aber ich finde Jugendstil genial und wir sind jetzt gerade in Wien. Und in Wien kann man sich wirklich nur wohlfühlen, allein deswegen. Wusstest du, dass Klimt in Wien sehr viel geschafft hat? Nein. Nein? Nein. Das ist ein Kulturbanause, der weiß gar nichts. Er hat jetzt extra wahrscheinlich 4 Stunden vorher was durchgelesen. Ja. Wusstest du irgendwas über Hundertwasser? Ein kleines bisschen, ja. Ja, das gibt es mittlerweile in jedem Supermarkt. Das, genau, und das Haus werden wir nicht fotografieren morgen. Nein, weil das schon komplett abgelutscht ist. Und das wollen wir nicht. Wir fotografieren das, was noch frisch ist und was noch nicht so oft auf den Fotos erschienen ist. Mal, was er macht. Also der fotografiert immer im Sitzen oder im Liegen oder in der Hocke. Der schmeißt sich unter die Autos, unter die Kutschen, unter alles. Ja, das finde ich absolut brutal, was Miho da macht. Guck mal. Ja, aber so ist das nun mal und ein kreativer Fotograf darf das einfach. Miho, was isst du am liebsten in Wien? In Wien? Ja, ich vermute mal Wiener Würstchen, oder? Da wurde gerade jemand überfahren. Wenn es die mit irgendeinem so esoterischen Fleischersatz gibt, dann ja. Aber es soll nach Fleisch aussehen, ja? Nein, auch nicht nach Fleisch schmecken. Ich mag sowas nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich esse in Wien am liebsten japanisch. Es ist komisch, aber es ist tatsächlich so, in Wien esse ich immer japanisch, das schmeckt mir am besten. Und wir waren schon mal in Akiko. Das ist ein bisschen windig. Wir waren in Tokio und in Akiko und der Wind wird wahrscheinlich jetzt alles verhunzen. Wir waren in Wien in Akiko. Das ist mein Lieblingsrestaurant hier. Man isst japanisch, ich kann es vergleichen. Also in Tokio kriegt man auch nicht bessere Ramen oder Udon oder Sushi oder whatever. Schönes Ergebnis. Guck mal. Hier steht zum Figelmüller und da gehen wir jetzt durch. Das ist eine super tolle kleine Gasse. Jetzt muss ich nur Micho schnappen, dass er mir jetzt nicht zufällig überfahren wird. Ja, und Micho muss immer hinter Kaplun laufen, damit er noch sichtbar ist. Ja, ja, weil ich bin immer kleiner, deshalb laufe ich vorne. Wenn ich hinten laufen würde, guck mal, wie ich aussehe, wie ein Waisenkind. Ja, ja, deshalb laufe ich erstmal ein bisschen vorne. Also hier gibt es Souvenirs, hier gibt es zum Beispiel Mannerwien. Weiß jemand, was Mannerwien ist? Weißt du, was das ist? Warte, das ist Waffeln. Waffeln, voll geil. Ja, und die waren einer der Hauptsponsoren von der ganzen Vierschanzentournee. Ich weiß, du magst es nicht, aber Skispringen, voll geil. Das nennt man Product Placement. Ja, genau. Schatzecke. Aber mein Wortspiel von vorhin, ne? Tickelmüller. Hinter Kaplun laufen, um gesehen zu werden. Wie pervers ist das denn? Naja, das macht nichts. Ja, hier gibt es auch Vis-à-vis Weibels Weinbar, Weinhaus, Bäckerstraße. Moment.
Jetzt fotografiert er. Ich glaube, dann muss ich hier jetzt weg. Komm. Hey, machen wir jetzt den Klassiker. Guck. Was? So, hier. Ich bin reich. Ah. Guck dir das an. Das ist voll geil. Hier. Ja, also das, was Micho bis jetzt schon fotografiert hat, im Prinzip... Wir sind durch. Können wir durch. Also ja. Wir sind durch, wir können jetzt essen gehen. Ich möchte ganz gerne ein Bier trinken. Ja, aber wir gehen jetzt hier durch, weil das ist genial. Micho, die Kamera will mich nicht haben. Also sie macht kein Quadrat um mein Gesicht, sondern nur um dich. Sie merkt, wer der Chef ist heute. Oh. Oh. Ja, er hat die Kamera... Ja, genau, ich habe die Kamera, das ist es. Die Kamera erkennt das, ja. Für mich ist das Hauptattraktion in Wien überhaupt die Wiener Kutschen. Und hier an der Kirche stehen so viele, dass ich glaube, ich werde jetzt hier mindestens 20 Minuten verbringen, bis Micho alle Pferdchen abfotografiert hat. Also die sehen so ein bisschen historisch aus und trotzdem modern. Schaut mal, das ist Uschi und Ursula, die zwei. Ja? Und die kann man buchen, mit denen kann man durch die Stadt fahren oder auch nicht. Man kann sie einfach fotografieren, man kann zu den Pferdchen nett sein. Hier. Ja, also die sind unterschiedlich bekleidet, mal mit blauen Ohrenschützern, mal mit roten. Super. Wisst ihr, warum das so ist? Also die zwei, die haben einfach zu viel gequatscht. Deshalb haben sie Maulkorb gekriegt. Wenn Micho so viel quatscht, kriegt er auch sowas. Du hast den Papst vergessen, mein Michael. Nun glaubt uns kein Mensch, wie schön sie war. Du hast den Papst vergessen, bei meiner Seele. Alles blau und weiß und grün und später nicht mehr war. Nicht mehr. So, jetzt haben wir es uns verdient. Ja. Zwei Stunden Fußmarsch, fotografieren nonstop, sich unter die Pferdchen werfen, sich unter die Autos werfen. Und deshalb trinken wir jetzt eins. Ich nehme mit der linken Hand, weil rechte Hand ist mit anderen Sachen beschäftigt. Prost, zum Wohl. In Wien ein Bier. Er sagt nichts. Schweigen heißt Zustimmung, alles gut. Ja, sag mal, Schätzchen, wie gehst du damit um? Also, wir werden oft gefragt, wenn wir zum Beispiel Fotobombing machen. Ja. Du hast doch immer so mindestens 50 Model Release in der Tasche. Also, ganz ehrlich, ja. Also, gerade bei, also jetzt in dem Fall, ich schätze mal, warte mal, das müsste China oder, nee, Korea sein. Die haben etwas rundere Augen. Aber... Normalerweise, wenn man jetzt hingeht, die Fresse zieht und einen auf Starfotograf macht, es klappt meistens nicht. Wenn es klar ist, dass bin es sich um... Ich bin ein Star, ich bin ein Star. Das heißt, wenn man das Ganze als Spaß ansieht, weil die machen ja auch viele Selfies, wenn man das als Spaß ansieht und sich auch so verhält und freundlich und wir sind den solche Leuten Spaßvögel, ist, ja, dann geht das bis jetzt eigentlich immer gut. Also ich habe noch nie auf die Fresse gekriegt. Nein. Ja. Ja, alles gut. Ja, aber noch eine Frage. Wenn wir zum Beispiel sowas filmen, hier, ja, das kann man doch als Product Placement einstufen. Wie gehst du damit um? Ich bekomme von Kaplun eine Bilddatei, da steht Dauerwerbesendung drauf. Ja. Und damit entgehen wir potenziellen Anfeindungen. Ja? Ja, 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 weil wenn wir das nicht machen, dann gibt es immer irgendjemanden, die machen das nicht. Ja, ja. Knopfdrück, verpetzen, petzen, petzen. Ja, und zum Beispiel hier. Ich will das niemandem unterstellen. Omega, ja. Rolex, WMF, also wir sind ja gesponsert, wir kriegen hier, wir haben hier... Übrigens, die Firma mit R am Anfang, die hat mich neulich angerufen, willst du unsere Uhren haben? Ich habe gesagt, nein, ich habe schon Breitling, ja. Oh Gott. Also ein Bierkaplun ist schon durch, ja. Und zu Hause bei mir stapeln... Mir geht's gut. Ja. Und bei mir stapeln sich zu Hause die Dampfkochtöpfe von WMF, ja. Also alles gut. So, Fotobombing Teil 2. Where from? From Korea. Greetings to Korea. Korea. Seoul?
Soul. Soul. I'm from Germany. Germany. Oh. Germany. Oh. Yeah. Guten Tag. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Liebe nice, nice holidays. Holidays. Yeah. Okay. Bye bye. Bye bye. Micho, ohne anständiges Fotobombing geht bei uns aber auch nichts, ne? Ich warte auf den Tag, wo er wegen dieser Geschichte irgendwann in der Arrestzelle landet und ich ihm dann die Seife vorbeibringen muss, ja? Tu das noch einmal, Micha, und ich geh. Du hast den Fall. Sind das die besten Würste in München? In München? Ja. Nein, in Wien. Sind die besten, ja. Ja. Wir sind ja. Die besten. Ja. Würstel von Pfennigbauer, ja. In Sintern, in Wien, in Nacken, Steffensplatz, den besten. Michel, oh. Dieser beste Verkäufer, da hinten. Hier ja. So, jetzt habt ihr gesehen, ja? Also die ganze Zeit hat Micho fotografiert. Jetzt fragt er wahrscheinlich, Pavel, wo ist deine Kamera? Ich habe keine dabei. Warum? Weil ich habe heute richtig Lust auf Filmen. Da habt ihr auch was davon. Micho fotografiert und ich darf auch seine Bilder nutzen und bearbeiten. Und wenn ich das nicht darf, dann gibt es richtig Ärger, ja? Ja, wenn er es nicht darf, dann muss ich es machen. Ja, dann muss er das machen, aber ich habe schon gesehen, also wir können beide fotografieren, wir können beide Bilder bearbeiten, deshalb ist es egal, wer das macht, Micho oder ich, und einer muss filmen. Wir können das jetzt nicht so machen, dass wir irgendeine Oma auf der Straße schnappen, so jetzt mach mal ein Video, ja? Das geht leider nicht. Deshalb, das wird ein extra YouTube-Video, wenn wir das machen. Oh ja, irgendwann mal klappt das und da freue ich mich schon drauf, dass wir irgendwann mal eine Oma erwischen, die richtig geile Videos macht. Dann kann sie bei uns als Praktikantin sofort anfangen. Oh ja. Ich sollte filmen? Ja. Ihr wisst, also meine Kameras sind schon mehrfach im Wasser gelandet und sind nass geworden. Singapur. Aber es gibt sozusagen einen Trick, wie man das zumindest vom Risiko her ein bisschen begrenzen kann. Und zwar hier, ne, nass. Ich mache Folgendes. Pass auf, du filmst jetzt. Achtung. Man nimmt sich einen Finger, ich nehme meistens den mittleren Finger, ich nehme jetzt zwei Finger, damit der, ja, und weil der mittlere Finger ist der längste, ja, und diesen halte ich dann sozusagen ins Wasser. Der ist unter der Kamera und dann merke ich sozusagen, wenn ich etwas zu tief gehe. Achtung. Nicht nass geworden. Dafür ist meine Videokamera fast im Wasser gelandet.